Trakart. Hallo und herzlich willkommen zu dem Silvester-Special von Kleipen, Pech und Pannen. Pünktlich zum Jahresende haben wir jede Menge Knallerpannen für Sie vorbereitet. Und ich kann Ihnen sagen, 2015 war ein super Jahrgang für uns. Und weil Sie sich wahrscheinlich gerade auf Ihre eigene Silvesterparty vorbereiten, haben wir einen ganz tollen Service für Sie. Wir zeigen Ihnen und Ihrer Familie jetzt, wie man pannenfrei durch die Partynacht des Jahres kommt. Denn wir haben Ihnen mal zusammengestellt, wie man es lieber nicht machen sollte. Teil 1 unserer Trilogie, der Korken trifft ins Schwarze. Das war's dann mit dem schönen Silvesterfernsehabend, ne? Aber wenn man keinen Fernseher mehr hat, hat man mehr Zeit für andere Dinge. Tanzen zum Beispiel. Aber auch hier ein kleiner Tipp, vielleicht zu vorgerückter Stunde die Überschläge weglassen. Ja. Die Hebeszene bei Dirty Dancing sah ein bisschen eleganter aus. Das war wohl nicht the time of her life. Und jetzt Teil 3 unserer Silvester-Trilogie, das Böllern. Denn wenn es auf Mitternacht zugeht, lassen es viele ja gern krachen. Ne? Sehr zum Leidwesen derjenigen, die viel lieber schlafen. Ja, ja, dürfen nicht die Eltern am nächsten Morgen. Wir von Pleiten, Pech und Pannen finden übrigens nicht, dass sich nur die heutige Nacht für Missgeschicke eignet. Jedes Jahr gibt es an 365 Tagen so viele Möglichkeiten, ins Fettnäpfchen zu treten, für Lacher zu sorgen, Pleiten zu produzieren. Unser Motto, Mut zur Panne, ist also quasi ganz jahrestauglich. Sehen Sie selbst. Ja, es ist so schön, wenn man Freunde hat. Und es ist schön, wenn man auf Tradition bauen kann. Also Reporterpannen sind und bleiben ein Klassiker, haben wir immer wieder festgestellt. Und deshalb kommen wir jetzt auch zu selbigen. Die schönsten Pleiten-, Pech- und Pannen-Klassiker frisch aufpoliert zum Jahresendspurt. Es kommen doch die Klassiker, oder? Fernsehen nie so genau, was, wer oder wie jetzt als nächstes. Hm? Ist Silber, Lachen ist Gold. Und ich finde, dass mein lieber ehemaliger Kollege Jo Brauner wirklich tapfer gekämpft hat, auch wenn er am Ende verloren hat gegen den Lachreiz. Ne? Schlimmer erwischt es jetzt gleich Bettina Tietje mit einem Lachanfall. Vorher lernen wir aber, dass man für diesen Beruf einfach grundsätzlich Humor mitbringen muss. Und damit kommen wir zur Kür unseres Pechvogels des Jahres, denn wir wollen zum Jahreswechsel tatsächlich den Papst auszeichnen. Lieber Franziskus, Eure Heiligkeit, die Rabea Marie wird in den Vatikan einziehen. Wir wissen noch nicht genau, wie wir sie da reinkriegen, aber wir sind voller Hoffnung.